Zweite Quest zur zweiten Woche des Halloween-Updates, die Halloween-Kompanien, weiß ich nicht, es geht irgendwas mit um Verkleiden, Gesichtsmasken und sowas, keine Ahnung. Buh! Habe ich dich mit meiner coolen Maske erschreckt? Hey, schönes Pferd hast du da. Ich habe eine coole Idee, lass uns zusammen auf eine süßes oder saures Tour gehen. Wenn du dabei eine Maske aufsetzt, die zu meiner passt, kriegen wir bestimmt noch mehr süße Sachen. Masken sind echt cool. Sie verbergen unsere Identität, was super praktisch ist, wenn man herumlaufen und die Leute nach noch mehr Süßigkeiten fragen will. Wink mit dem Zaunsfall. Du solltest auch eine tragen. Ich glaube, wenn du eine nimmst, die zu meiner passt, kriegen wir mehr Süßigkeiten. Die Leute belohnen es, wenn man sich Mühe gibt. In dem Shop da bekommst du Masken. Ich habe mich von seinem Angebot inspirieren lassen, also hat er mindestens eine Maske, die zu meiner passt. Wenn die Maske, nach der du suchst, nicht dabei ist, solltest du in deinem Lager nachsehen. Es gibt auch Masken aus anderen Ländern, die zu meiner passen könnte. Bevor wir uns auf den Weg nach Jorvik machen, sage ich dir, was ich von deiner Maske halte. Aber natürlich bekommen wir auch Süßigkeiten, wenn wir unterschiedliche Masken haben. Testen wir unsere süßes oder saures Runde hier in der Festung, ja? Ich möchte sicher gehen, dass dein tierischer Begleiter damit einverstanden ist, dass ich mitreite. Ich wiege zwar nichts, aber manche lebenden Wesen spüren anscheinend eine gewisse Kälte, wenn wir sie zu berühren versuchen. Also, falls du das mit dem süßes oder saures noch nie gemacht hast, das geht so. Du gehst zu jemandem hin und sagst süßes oder saures. Probieren wir es bei den süßen kleinen Kürbissen beim Portal nach Jorvik aus. Ach, ja. Find mal. Die da müsste es sein. Meine Brille muss ich natürlich retten. Die muss ich mit zu meinem Outfit, was ich gerade abgelegt habe, mein Tagesoutfit legen. Als du dich den Kürbissen näherst, wird ihr Jubel und Geplauder lauter. Zeit für deinen Text. Süßes oder saures? Alles klar, das hast du gut gemacht. Wir müssen allerdings nach Jorvik, wenn wir richtige Süßigkeiten bekommen wollen. Aber es wärmt mein rein metaphorisches Herz zu sehen, wie die Kerlchen sich freuen. Dann lass uns mal zurückgehen. Ganz zurück. Ja gut, das muss mir ja einer sagen, ne? Ich denke, jetzt hast du die Grundidee von süßes oder saures verstanden, was? Okay, dann wird es jetzt ernst. Wir machen es so. Ich sehe mir an, was du anhast und entscheide danach, wo wir reisen. Irgendwie strahlst du etwas Heldenmäßiges aus. Ich wette, du kennst jede Menge Leute auf Jorvik, darunter auch solche, die Süßigkeiten für uns haben. Los geht's. Ist nicht gerade eine typische Blüte, um sie im Haar zu tragen, aber die Blätter der Seerosen sind doch sagenhaft, also warum nicht? Ich kann ja eh nicht nass werden, also kann ich in Sachen Ästhetik tun, was ich will. Wie dem auch sei, los geht's. Süßes oder saures, wenn wir zueinander passen, kriegen wir noch mehr gute Sachen. Mein heutiges Kostüm lautet wunderschönes Seerosenblatt.
Du solltest also die Froschmaske tragen, damit du zu mir passt. Ah ja. Okay, geh mal einen Schritt zurück, damit ich dich besser ansehen kann. Das gibt dir auch einen Moment, um dein Kostüm zu perfektionieren, falls du noch nicht fertig bist. Okay. Ich weiß gar nicht, ob ich die habe. Ich glaube nicht. Ich glaube, diese Tiermasken sind die einzigen, die ich nicht habe. Weil ich die absolut grottig fand. Ja, und die habe ich auch nicht. Aber... Aber das ist halt keine Froschmaske, ne? Ja, nö, damit kann ich nicht dienen. Tritt mal ins Licht, damit ich dich besser sehen kann. Denk dran, du solltest die Froschmaske tragen, damit du zu mir passt. Jetzt sehe ich mir mal dein Kostüm an. Schauen wir mal. Verstehe mich nicht falsch, das ist nicht übel, aber ich finde nicht, dass wir zueinander passen oder uns ergänzen. Wir können so unsere Süßes- oder Saus-Runde drehen, aber wir werden nicht so viel Beute machen wie als aufeinander abgestimmtes Duo. Können wir los oder möchtest du dich nochmal umziehen? Nein, ich will los. Silverglade. Okay. Wer hat das so gemacht? Maya, ne? Maya hat Hui gemacht. Und noch irgendjemand. Maya hat Hui gemacht. Da hinten ist auch irgendwo ein Wirbelsturm. Aber der interessiert uns jetzt herzlich wenig. Aha, Baxton. Wow. Oh. Warum kann ich... Was hat sich Star Stable dabei eigentlich gedacht, dass man im Vollgalopp nicht mehr die Leute anklicken kann? Das ist zum Kotzen. Man kann auch so die Leute nicht mehr anklicken. Oder muss ich absteigen? Oh, das ist zum... Ah, ich muss absteigen. So? Hä? Komm mal her, Gauli. Du musst mal weg hier. Hallo. Hey, nette Kostüme. Vielleicht steckt ja eine begabte Schneiderin in dir. Bekommst du viele Süßigkeiten? Vielleicht sollte ich auch auf Süßes oder Saures Tour gehen. Vielleicht, wenn ich mit all den Aufträgen der Bobcats fertig bin. Na, das kann ja noch dauern bis übernächstes Jahr. War das jetzt ein Spoiler? Oh mein Gott, war das jetzt ein Spoiler? Oha! Ach Mensch, niemand kommt zum Einkaufen. Okay, heute gibt es Süßigkeiten, aber ihr müsst versprechen, bald zum Shoppen zurückzukommen. Passt auf euch auf da draußen. Ja, ja, ich gebe mir Mühe. Stay safe, Coroni.
Hallo, hallo. Seid ihr hier, um für uns ehrenamtlich tätig zu werden? Haha, ein kleiner Scherz von mir. Da hab wohl ich euch Saures gegeben. Haha, hier ist eine Süßigkeit für euch. Seid gute Bürgerinnen und haltet die Straßen sauber. Ich will kein Bonbonpapier auf dem Boden entdecken. Ah ja. Hier ein paar Süßigkeiten für euch drei. Dasha, Midnight Spirit und eure Freundin da hinten. Ah ja, die Freundin da hinten. Ich habe eine tolle Reitstrecke gemacht, die du ausprobiert. Ja, nein, das wollte ich eigentlich nicht. Hallo Dasha, schön zu sehen, dass du Spaß hast. Und wie ich sehe, hast du eine neue Freundin dabei, Winnet. Viel Spaß mit den Süßigkeiten, aber verderbt euch nicht den Magen. Das war gute Arbeit heute. Wir haben jede Menge Süßigkeiten bekommen. Bestimmt kriegen wir nächstes Mal noch mehr, wenn wir unsere Kostüme aufeinander abstimmen. Reiten wir zurück zur Festung. Danke für heute. Komm morgen wieder und lass uns noch mehr Spaß haben. Okay, also wird das jetzt eine Daily. Das ist... Ach, jetzt sind Süßigkeiten drin. Ja, cool. Auch nicht schlecht. Ja, dann. Coole Sache. Gerne wieder. Ab morgen dann für mich als Daily. Für euch schon vor einer Woche. Macht nichts. Okay, schön. Dann würde ich sagen, bedanke ich mich bei euch ganz recht herzlich fürs Zuschauen. Sage tschüss und bis zum nächsten Mal.